Hey Leute und willkommen zu der allerersten Folge der FIFA 20 Torwartkarriere. Ja, es wird auch eine Torwartkarriere auf meinem Kanal geben. Und ich habe mir was Besonderes überlegt, denn jeder, der eine Torwart- bzw. Spielerkarriere macht, und auch ich habe das in letzter Zeit immer wieder gemacht, der hat sich natürlich einen Spieler erstellt. Und man kann sich hier in FIFA 20 auch einen Spieler sehr, sehr cool erstellen, weil sie da so ein kleines neues System haben. Aber ich habe mir überlegt, ich nehme einen realen Spieler, weil das einfach nochmal ein Stück cooler ist. Vor allem, wenn man jetzt nicht irgendwie 5, 6 Seasons hintereinander spielt. Ich werde die Torwartkarriere natürlich weiterhin bringen. Und ich werde die Torwartkarriere auch oft genug bringen, dass wir auf jeden Fall mindestens zweimal eine komplette Saison durchspielen. Aber trotzdem hat man quasi schon einen fertigen Torwart, der schon richtig, richtig gut ist. Denn ich habe mir Marc-André Ter Stegen genommen. Ja, es gibt ja auch in Real Life immer das Gerede momentan hier Ter Stegen und Neuer und diesen jenes. Und ich habe mich jetzt für Ter Stegen entschieden, nicht bezüglich der aktuellen Debatte in Real Life, sondern hier nur im Spiel. Wir haben hier nämlich natürlich eine voll lizenzierte La Liga, außer natürlich das Barcelona Stadion, das ist natürlich ganz klar, dass genau ausgerechnet unser Heimstadion fehlt, aber wir haben eine komplett lizenzierte La Liga und dann habe ich gedacht, komm, dann nimmst du einen Torwart in der La Liga und das ist der Deutsche, der einzig Deutsche, glaube ich, einzig Deutsche, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, und zwar Marc-André Ter Stegen. Natürlich kann ich mir nicht aussuchen, ob wir das Vorbereitungsturnier spielen oder nicht. Und ja, wir spielen es. Was soll ich dazu sagen? Wir spielen das Vorbereitungsturnier. Und ich weiß nicht, wie viele Spiele das sind, aber ich werde heute ein paar Spiele durchboxen. Das heißt, alle Highlights, die ihr heute seht, in Kurzfassung. Ansonsten gibt es immer 2 Spiele pro Folge, heute wahrscheinlich 3 oder wenn es sogar klappt 4. Mal gucken, wie viele Highlights es eben gibt. So, Marc-André Ter Stegen, wie gesagt, der sind wir. Mal gucken, wie das läuft. Ich bin gespannt, aber wird eine coole Karriere, Leute. Und falls ihr übrigens Bock auf eine Trainerkarriere habt, die gibt es bei mir auch rechts um meinem i verlinkt mit Greuther Fürth und ein bisschen Food, aber das ist selten, das ist nur ab und zu. Falls die Folge dazu auch schon draußen ist, könnt ihr auch gerne mal da vorbeischauen. Ein paar coole Packs gezogen, auf einmal rechts um meinem i verlinkt. Und wer nicht so auf FIFA steht, aber, also was heißt nicht so auf FIFA, würdet ihr ja nicht auf dieses Video klicken, aber wer auch PES mag, ist auf meinem Kanal auch richtig. Und das wird es auch ab und zu geben. So, ich bin gespannt, wie sich das spielen lässt. Ich werde vorerst nichts an den Einstellungen verändern, ja. Man muss ja öfter mal ein bisschen an den Einstellungen rumspielen. Ich werde vorerst in der heutigen Folge noch nichts verändern und dann mal gucken, was ich da anpassen muss, kann, etc. Genug gelabert, wir starten rein in Spielen, gucken mal, was für Highlights es gibt, wie viele, und je nachdem können wir dann auch Spiele machen. Ach, und eins muss ich natürlich noch dazu sagen, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und auch gerne die Glocke aktivieren. Und da fällt das Tor! 1:0, 14. Spielminute, Lionel Messi. Heute in diesem Vorbereitungsturnier gibt es übrigens keine Torhymnen. In dem Vorbereitungsturnier werde ich keine Torhymnen einblenden, weil sie in Kurzfassung ist. Und damit springen wir auch schon zu der nächsten Szene. Bam. Geil, die Fans machen gerade eine Laola-Welle. Die liegen zwar hinten und es passiert nichts, aber Laola-Welle ist am Start. So, jetzt vielleicht die erste Möglichkeit, da müssen wir ein bisschen rauskommen. Ich habe mich spät dafür entschieden rauszukommen, aber ich habe es getan. Und da können wir parieren, ganz wichtig. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Leute, die meine letzte Karriere kennen, die wissen, dass ich Flanken nicht gut verteidigen kann. Aber den Schuss, den haben wir auf jeden Fall schon mal gut pariert. Und jetzt ist Messi durch. Das dürfte es sein. Und das ist auch 2:0. Nice. Ihr könnt auch gerne mal abstimmen. Sollen wir lieber mitspielende Torwart sein, wie gerade eben. Auch mal ein bisschen rausrennen und sowas machen. Oder lieber komplett hinten im Tor. Und der sich eigentlich fast immer dazu entscheidet, nicht rauszurennen. Also immer quasi hier im Fünfer bleibt. Und nicht Messi, sondern der Eingewechselte. Der Eingewechselte Griezmann. 3:0, 85. Spielminute. Das Spiel ist absolut entschieden.
Und das war schon mit dem ersten Spiel. 3-0 gewonnen. Zweites Spiel, es regnet. Aber wir sollten das trotzdem hinkriegen. Gegen Kawasaki. Ja, Japaner. Keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht. Wahrscheinlich soll das Kawasaki oder so heißen. Und da ist die Chance. Wir können parieren. Und jetzt ist es endlich soweit. Ganz lange hat es gedauert. 73. Spielminute. Griezmann mit dem 1:0 für Barcelona. Dass es mit den Paraden so gut klappt, ist super. Ich habe natürlich auch Realismus halber die Paraden auf manuell gestellt. Dass ich manuell Stellungsspiel springen und so, dass halt viel schief gehen kann, was bei mir auch eigentlich immer der Fall ist, aber gerade mit der Stegen klappt das bis jetzt ganz gut. Deswegen steht hier noch die 0 und jetzt bei Barcelona zum Glück endlich die 1. Und Griezmann, jetzt steht sogar die 2. Der Torwart macht gar nichts, kann man mal machen, yes. Und den haben wir. Und da ist es. Ne, es zählt nicht. Es ist abseits. Ah, schade. Den haben wir. Und den haben wir raus. Aus Versehen. Ups. Und jetzt eine Mega-Chance. Ui, das war nicht ganz so klasse dieses Mal. Aber wir haben auch den wieder gehalten. Und das ist... dementsprechend der 2-0 Sieg. Nice. So, und damit kommen wir auch zum dritten und vielleicht sogar letzten Spiel. Weiß nicht, ob es da in die K.O.-Phase geht. Wahrscheinlich gibt es noch eine K.O.-Phase. Und zwar gegen Piumento Calcio oder so. Gegen Juventus auf jeden Fall. Und das wird jetzt das krasseste Spiel, auch wenn es natürlich keine Top-Besetzung ist. Mal gucken. Und danach sehen wir, aber ich glaube, ja, es gibt danach, glaube ich, eine K.O.-Phase und so. Dann müssen wir das auch alles noch durchleben. Mal schauen. Boah, das war nicht cool. Das war nicht cool. Natürlich auch nicht cool von mir. Den habe ich aber so schnell nicht mehr parieren können. 1:0 für Juventus. Der wollte wahrscheinlich zu mir passen, aber ich habe natürlich auch nicht gefordert. Und Ronaldo... den er gleich kriegt. Meiner geht auch nicht auf den Boden, der ist nach oben. Weiß nicht, warum nicht. Der, keine Ahnung, was das war. Ja, 1:0. Das ist das erste Gegentor, das wir kassieren. Jetzt kommt die nächste Chance. Hier können wir parieren und dann unseren eigenen Spieler unboxen. Ich hätte den Ball am liebsten nochmal festgehalten. Aber dann... da haben meinen Spieler und hat ihn weggehauen. Dann habe ich ihn weggehauen, ne? Kenn ich nix. Oh, jetzt komm. Marin, ja, er macht ihn. 1:1, 41. Spielminute. Nice one. Halbzeit. Come on, Messi. Und Vidal. Was? Boah, der senkt sich. Was ist das denn? Und Schluss ist es. 1:1, beide teilen sich einen Punkt. Beide müssten durch die Gruppe durch sein. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. In diesem Spiel hatte ich allerdings nicht so viel zu tun. Man sieht hier einen nur pariert. Okay, dementsprechend geht es ins Halbfinale gegen Tottenham. Und wenn wir da gewinnen, geht es natürlich dann ins Finale. Das sehen wir aber allerdings erst in der nächsten Folge zusammen mit einer Trainingsrunde oder zwei Trainingsrunden. Mal gucken. Die Folge hier ist nämlich wahrscheinlich schon lang genug und deswegen würde ich das auf nächste Folge verschieben. Außerdem haben wir schon 11:30 und ich würde auch gerne irgendwann mal ins Bett gehen. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt für heute. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal eine Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Schaut beim nächsten Video vorbei. Bis dahin und ciao, ciao.